Hallo zusammen, ich bin's wieder, euer Fitzbahn mit dem Spiel Patricia 4, Aufstieg einer Dynastie. Und wir haben gerade im Kontor dem Verwalter die Preise angepasst, zu denen er verkaufen soll. Und jetzt wollte ich mir aber trotzdem erstmal nochmal die Bilanz anschauen. Die Lohnkosten sind natürlich sehr hoch. Grundsteuer könnten natürlich da ein bisschen sparen. Also die Lohnkosten. Der Lagerraum kostet natürlich, das ist klar. Wenn ich da jetzt die Produktion pro Tag 24, Kosten pro Tag 800. Ja, dann müssten die mal ordentlich verkaufen, dann wäre das auch was. Also verkaufen will ich jetzt nicht, damit steigere ich nur die Produktion von dem Gegner. Das muss ich jetzt nicht unbedingt haben. Wie sieht's denn mit den Miethäusern aus? Arbeiterhaus. Mieter 277. Ja, okay. Da müssen natürlich noch ein paar Leute mit rein. Produktivität. Arbeiter 100 von 100. Auslastung 100. Könnten ja rein theoretisch noch eine Brauerei bauen. Wäre vielleicht eine Maßnahme, um diese ganzen Überschüsse mal wegzukriegen. Bauen wir mal zwei. Was verbrauchen die denn am Tag? Ach, die brauchen nur drei. Ach du Kacke. Ja, dann ist kein Wunder. Dann pass auf, dann reißen wir einen mal ab. So. Damit wir die Kosten mal ein bisschen runterdrücken können. Allzu lange arbeitslos bleiben die Leute natürlich nicht. Wir können auch mal ein bisschen weiter reinzoomen hier. Dann sieht man auch mal, das ganze Gewusel ist eigentlich ganz nett gemacht. Nö. Da können wir denn nicht beten. Und was nützt uns das? Dann beten wir mal für das Geschäft. Keine Ahnung, vielleicht wird es ja irgendwann mal sinnvoll. So, da haben wir noch nichts. Amtsgeschäfte, Expedition, Privilegien. Ja, dann können wir demnächst auch mal Expeditionen entsenden. Warenpreise bleiben relativ konstant. Wohlstand. Also da haben wir schon ganz gut da waren wir ganz gut dran mitbeteiligt. Das ist doch schon mal gut. Was haben wir denn hier? Oh. Gut. Rohstoffe fehlen. Wo fehlen denn Rohstoffe? Für was fehlen Rohstoffe? Ach, für den Bau der Häuser oder was? Ne, die sind doch schon fertig. Na gut, dann fahren wir gerade mal irgendwo hin. Bisschen Holz besorgen.
Fahren wir nach. Halt, Moment, da laden wir uns aber erstmal wieder ein bisschen ein hier. Damit wir zumindest. Ach. Wie? Haben wir nichts mehr? Ach, wir können nicht mehr. Ja, aber das ist wichtiger. Wir fahren erstmal nach Aalborg. So, scheiße, können wir kein Holz kaufen. So, bringen wir das einfach mal irgendwie unter den Mann. Wir müssen den Kram loswerden, denke ich. Öp. Allzu viel. Na komm, hauen wir erstmal Wäsche und dann kaufen wir ein bisschen Holz. So, ich weiß, das war jetzt zu viel. Ist mir aber egal. Hier können wir jetzt auch noch ein bisschen Holz und Baumaterial kaufen. Und verkaufen wir das noch. Verkaufen den Wein noch. Und dann fahren wir mal bitte nach da. Nach Lübeck. Das haben wir alle verkauft. So, hauen wir das einfach mal ins Konto rein. Mal gucken, ob er dann immer noch am Rummeckern ist. Ach, schau dich das an. Sieht in meinem Wege aus. Maximaler Verkaufspreis 90, 18 haben wir im Konto. Das ist natürlich nicht viel. Konvoi. ...271 ist ein guter Preis. Und Wein ist auch ein guter Preis. So. Und jetzt hauen wir den Rest mal einfach mal ins Konto rein. Und fahre mal wieder ein bisschen Getreide verkaufen. So, nach Stettin. Ich könnte auch ein bisschen Getreide gebrauchen. Ah, 44 ist jetzt nicht so prickelnd. Verkaufen wir einfach mal bis dahin. Fahren wir nochmal nach Malmö. Da konnte man doch jetzt ein bisschen mehr verkaufen. Die nehmen auch ein bisschen aus. Ah, Mist. Die nehmen auch ein bisschen aus. So. Und trotzdem steigt unser Ansehen. Ist doch herrlich. Ne, die produzieren selber. Das ist doof. So, dann mache ich jetzt gleich auch eine Pause. Weil ansonsten baue ich nur noch mehr Bockmist, weil das, was ich jetzt hier mache, ist eigentlich totaler Nonsens. So. Und dann überschwemmen wir unsere Markwand mit Getreide. So, jetzt sind wir zumindest leer. Dankeschön. Können wir gucken. Euch entstehen Lagerkosten. Ja, das ist mir klar. Dann müssen wir mal verkaufen. Halt. Lübeck und Kontor. So.
bisschen mehr. Sollten wir den vielleicht mal bei 39 einstellen oder so? Hm? So. Nö, das macht keinen Sinn. Wein. So. Kontor, Bilanz. Sieht immer noch bescheiden aus. Unsere Lohnkosten sind definitiv zu hoch. Unsere Lohnkosten sind zu hoch. Abbruch. Machen hier jetzt mal auf 50% jeweils runter. Ach, das umfasst sogar schon alle. Hätten wir mal ein bisschen weniger gebaut, hätten wir uns das Geld gespart. Naja. Was soll's, es ist so. Wir können es jetzt nicht mehr ändern. Rohstoffe fehlen. Mhm. Schon wieder. Okay. Spenden wir einfach mal. Der Rat der Stadt bespricht derzeit zum Ausbau der Stadt. Darunter sind Errichtung eines Doms, Ausbau der Werft. Tja, Ratsherr, da kann ich noch nicht mitsprechen. Da bin ich noch zu klein. Wir sind recht beliebt. Berchtold Eisenhardt. Patricia, 98% hat der erst. Okay. Mhm. Das machen wir. Ja, Betriebe haben reduzierte Auslastung, das ist wohl korrekt. Ach, nee, Geld verleihen. Wenn man nicht weiß, wofür... Ist immer eine schlechte Idee. Sollte man echt auch nicht machen. Nun gut. Da ich jetzt so einen, ich sag mal, so einen kleinen Hänger habe, mache ich jetzt einfach mal eine richtige Pause. Und ich hoffe, ihr seid dann auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Anregungen und Kritik natürlich immer in die Kommentare. Und ich hoffe, ihr seid dann auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und bis dahin wünsche ich euch wie immer was. Euer Fitzbahn. Ciao.